So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Möchte den Themenkreis, den wir letzte Woche und die Woche davor angefangen haben, fortsetzen. Und das heißt, die Regelsysteme, die wir betrachten, von den einfachen Strukturen am Anfang der Vorlesung, das heißt Regelsysteme mit einem Eingang und einem Ausgang, erweitern. Das heißt, wir haben insbesondere letzte Woche von zum Beispiel Störgrößenaufschaltung gesprochen und auch Kaskadenreglern. In beiden Fällen haben wir zusätzliche Messungen eingeführt, also nicht nur die Messung der Größe, die wir regeln wollen, sondern zusätzliche Messungen. In der Störgrößenaufschaltung war das eben die Störgröße, die wir gemessen haben zur Verbesserung der Regelung. Im Kaskadenregler war das eine interne Größe, die wir gemessen haben, um eventuell eine Störung abzufangen, bevor sie die wirkliche Regelgröße betrifft. Und hier werden wir jetzt diese Gedanken erweitern und wirklich zu allgemeinen mehr Größen oder mehr variablen Regelungen übergehen. Und insbesondere werden wir jetzt nicht nur eine Stellgröße annehmen, sondern mehrere Stellgrößen, die zur Verfügung stellen und natürlich auch mehrere gemessene Größen. Und das ist der Inhalt der Vorlesung heute. Also zuerst ein bisschen eine Definition, was ist Mehrvariablenregelung und Beispiel oder ein Beispiel, das Ihnen so physikalisch zeigt, wo so Mehrgrößenregelungen auftauchen. Hier ist der einfachste Fall dieser Mehrgrößenregelung. Nämlich die Situation, dass ich eben jetzt nicht nur eine Eingangsgröße habe, U, und eine Ausgangsgröße, Y, sondern habe ich ein allgemeines System, das hier gezeigt ist mit zwei Eingangsgrößen und zwei Ausgangsgrößen. Es können 5 oder 6 Eingangsgrößen und Ausgangsgrößen sein und es kann eine unterschiedliche Anzahl von Ein- und Ausgangsgrößen sein, wie zum Beispiel im Kaskadenregler hatten Sie eigentlich ein Mehrvariablen-System mit einer Stellgröße, aber zwei gemessenen Größen Y1 und Y2. Was hier durch diese Pfeile angedeutet ist, das ist natürlich ein wahres Mehrvariablen-System im Sinne, dass es speziell behandeln müssen, existiert nur dann, wenn diese Stellgrößen nicht nur, also in dem Spezialfall wäre es so, im Spezialfall würde diese und diese Wechselwirkung, die hier angedeutet ist, nicht existieren. Und dann haben Sie natürlich eigentlich ein System, das aus zwei unabhängigen Eingangs-Ausgangsgrößenpaaren beschrieben ist. Natürlich, das ist ein Spezialfall, der nicht durch diese allgemeinen Methoden behandelt werden muss. Was wir hier annehmen für dieses Kapitel, dass wir diese Wechselwirkungen haben und wir werden auch im Allgemeinen annehmen hier, dass wir nur zwei Eingangsgrößen und zwei Ausgangsgrößen haben und nicht den Fall mit N Eingangs- und M Ausgangsgrößen. Und diese Wechselwirkungen hier, das nennen wir also Kopplungen, die eben anzeigen, dass eine Stellgröße, zum Beispiel U2, sowohl die eine als auch die andere Ausgangsgröße beeinflusst. Jetzt ein Beispiel, ich werde dieses Beispiel nehmen, nicht das andere, das ist so hier das Beispiel in dem Raum und also auch Beispiele, mit dem man sich jetzt in der Forschung sehr viel beschäftigt, nämlich Klimaregelung von Gebäuden. Warum beschäftigt man sich damit? Weil 45% oder 40%, je nach dem Land und je nach dem Kontinent, 40% der Energie, die verwendet wird, in einem Land wird verwendet für Gebäude.
Und daher jede Einsparungsmöglichkeit will man ausnützen und insbesondere auch Einsparungen, die sich durch relativ wenig Investition durch verbesserte Regelungen ergeben. Und hier ist jetzt so die einfachste Situation angegeben, wo wir also zwei Regelgrößen haben. Und die zwei Regelgrößen sind einerseits die Temperatur, die wir regeln wollen, und zweitens die relative Feuchtigkeit. Und zur Verfügung stehen, oder ich kann auch sagen, im allgemeinen Fall hätte man noch mehr Möglichkeiten. Also eins wäre zum Beispiel die Beleuchtung regeln, das weitere wäre effektiv die Konzentration von Gasbestandteilen zu regeln, das heißt insbesondere CO2 und die Lüftung entsprechend dem CO2-Gehalt im Raum ein- und ausschalten. Das sind also weitere Möglichkeiten, die derzeit benutzt werden. Statt einer konstanten Lüftung, dass man jetzt sagt, es hängt ab, man könnte auch sagen, hängt ab von wie viele Leute im Auditorium sind, aber noch besser ist, wenn man eine geregelt, das wäre so mehr oder weniger eine Feed-Forward-Regelung, weil da müsste man annehmen, wie schwer sie atmen. Und auf der anderen Seite, man kann den CO2-Gehalt messen. Messen durch Gasmessung, man könnte es auch messen durch einschlafende Leute und Gähnen, aber das ist wiederum ein indirekter Indikator. So. Jetzt als Stellgrößen, was man hier zur Verfügung hat, sind wiederum zwei. Das ist einerseits die Heizung und zweitens ist es die Befeuchtung oder Entfeuchtung, also hier die Befeuchtung. Und die Idee ist hier, dass die Befeuchtung durch ein Einspritzen von Dampf in den Luftstrom geregelt wird. Und jetzt vom Physikalischen her, warum gibt es da also Einfluss von jeder Stellgröße auf jede Regelgröße? Heizung, das erste Heizung, natürlich beeinflusst die Heizung die Temperatur, aber die Heizung beeinflusst auch indirekt die relative Feuchte. Und das ist einfach so, wenn Sie Luft hier drinnen im Auditorium haben und wenn Sie mit einer bestimmten Feuchtigkeit und wenn Sie die Temperatur erhöhen, verringert sich die relative Feuchte. Das heißt, ein anderes Beispiel, warum sich diese relative Feuchte verringert, sehen Sie im Winter, wenn Sie lüften, kommt von draußen, Sie sehen draußen Nebel, das heißt 100% Feuchtigkeit, das heißt die Luft ist gesättigt. Wenn Sie jetzt das Fenster öffnen, Luft austauschen, Luft von draußen herein, dann schließen Sie es, dann erhöht sich die Temperatur dieser Luft, dann sinkt die relative Feuchte, weil die Luft dann nicht mehr gesättigt ist, sondern sie sinkt. Und effektiv im Winter ist wegen der Temperatur diese effektive Wassergehalt der Luft sehr gering. Und das heißt, wenn Sie jetzt die Außentemperatur auf die Raumtemperatur 20 Grad erhöhen, dann kann es dann sein, dass die relative Feuchte von 100% bei der kalten Temperatur zu 20% oder 10% bei der hohen Raumtemperatur fällt. Also die relative Feuchte ist abhängig von der Temperatur. Relativ heißt, wie viel, welcher Prozentsatz Wassergehalt von das gesättigten, vom Wassergehalt der gesättigten Luft. Und der Gehalt bei der Sättigung hängt ab von der Temperatur. Also der Heizeingriff steigt Temperatur, mit Heizeingriff steigt Temperatur, das ist klar, und relative Feuchte sinkt. Auf der anderen Seite, was leichter zu verstehen ist, natürlich durch die Dampfeinspritzung steigt die relative Feuchte, aber auch die Temperatur, wenn der Dampf höhere Temperatur hat als Lufttemperatur, dann steigt die Temperatur. Das heißt also, beide diese Stellglieder hier, Heizung und Befeuchtung, haben Einfluss auf beide Regelgrößen, Feuchte und Temperatur. Und Sie können sich vorstellen, jetzt wenn Sie zum Beispiel CO2 regeln und dann den Luftstrom ändern, dann wird das wiederum auf
auf die Temperatur und Feuchte sich indirekt auswirken. In dem Fall hätten Sie dann ein komplexes Drei-Eingangs-Drei-Ausgangs-Größensystem. Jetzt, was verwendet man als Struktur für diese mehrvariablen Regelungen? Hier wiederum am Beispiel zwei Eingangsgrößen, zwei Ausgangsgrößen. Wenn wir jetzt zurückgehen und uns unser System anschauen, das wir gerade betrachtet haben, das ist das System hier, das heißt der zwei Stellgrößen, Dampfeinspritzung und Heizung und zwei Regelgrößen, Temperatur und relative Feuchte. Ich kann diese zwei Regelgrößen messen, das sind diese Messungen hier, die ich bekomme von den zwei Regelgrößen, vergleiche es mit den Sollwerten und ich habe dann zwei Fehler, die ich korrigieren will, zwischen Sollwert und gemessenem Wert. Und was hier gezeigt ist, mit diesem K ist schematisch ein ganz allgemeiner Regler, den müssen wir natürlich noch spezifizieren und wir wollen heute lernen, zumindest ein Verfahren, wie man so einen Regler entwerfen könnte, einen allgemeinen Regler, der beide Fehler zusammen benutzt, das heißt, er berücksichtigt Temperaturfehler und Feuchtigkeitsfehler, um gleichzeitig Heizung und Dampfeinspritzung zu variieren. Also dieser im allgemeinsten Fall macht der Regler, berücksichtigt der Regler beide Fehler und stellt dann beide Stellgrößen ein. Im Spezialfall können Sie sich vorstellen, der Regler ist ein ganz einfacher Regler. Der Regler macht nur hier aufgrund des Temperaturfehlers ändert er die Heizung und aufgrund des Feuchtigkeitsfehlers ändert er die Dampfeinspritzung. Nicht berücksichtigend, dass da Wechselwirkungen sind, das wird auch im Regler nicht berücksichtigt. Das heißt nicht, dass es unbedingt nicht funktioniert, aber es funktioniert wahrscheinlich nicht so gut als ein Regler, der gesamt den Zusammenhang zwischen allen Eingangsgrößen und Ausgangsgrößen berücksichtigt. Das wäre also ein sogenannter Mehrgrößenregelkreis. Hier der spezielle Fall, den ich gerade erwähnt habe, nämlich zwei Einschlaufenregler. Das heißt, im Ganzen kriegen Sie einen Mehrschlaufenregler. Da hier wäre der Regler, der nur die Temperatur regelt und hier wäre der Regler, der nur die Feuchtigkeit regelt. Und diese Einschlafenregler, wie auch hier angegeben, praktisch vernachlässigen die Tatsache, dass es hier Kopplungen im System gibt. Das nächste ist, und das werden wir am Ende der Vorlesung heute besprechen, ist, dass sie einen sogenannten Entkoppler einführen. Und Entkoppler wiederum, was wichtig ist jetzt hier zur Implementierung zu beachten, dass hier, das ist das wirkliche System, das ist die Regelstrecke und hier neben, das ist der Regler oder das ist Teil des Reglers. Und was macht jetzt dieser Entkoppler? Der Entkoppler führt insbesondere diese zwei Größen L2.1 und L1.2 ein. Und diese zwei Größen haben die Aufgabe, die zwei Blöcke G2.1 und G1.2 zu kompensieren. Das heißt, sie haben zum Beispiel diese Wechselwirkung zwischen Eingängen und Ausgängen und sie wollen daher den Regler L2.1 auslegen, damit sie durch diese Element in dieser Schaltung diese Wechselwirkung, diese rote, die ich da angezeichnet habe, kompensieren. Genau wie, wir werden es am Ende der Vorlesung berechnen, das ist einfach von der Struktur her. Und was ist die Idee? Die Idee ist jetzt, dass gesamthaft, wenn Sie jetzt alles hier anschauen, die Kombination von Eingangs- und Ausgangsgrößen und wenn Sie ein Blockdiagramm zeichnen, dann nach dem Ganzen hätten Sie hier ein U1-Schlange und ein Y1 und hier ein U2-Schlange
und ein Y2 und es gäbe keine Wechselwirkungen zwischen U1-Schlange und Y2. U1-Schlange ist praktisch eine Pseudo-Stellgröße. Und was diese Stellgröße macht, wie Sie hier sehen, das U1-Schlange, effektiv ändert es sowohl U1 als auch U2 gleichzeitig in einer Art, dass dann am Ende U1-Schlange nur Y1 betrifft. Das heißt also, mit dieser neuen Stellgröße könnten Sie zum Beispiel nur die Temperatur betreffen. Wie? Weil gleichzeitig dieser Entkoppler hier auch die Feuchte regelt, dass die Feuchte konstant bleibt, auch wenn Sie die Temperatur, auch wenn Sie die Heizung einstellen. Das ist also die Idee dieses Entkopplers und wie gesagt, am Ende der Vorlesung heute werden wir genau uns anschauen, wie man diese Glieder, die hier gezeichnet sind, L21, L12 wählt. Gibt es dazu zu diesen Struktur, zu dieser Strukturübersicht irgendwelche Fragen? Wenn nicht, dann schauen wir uns jetzt ein Beispiel an, wiederum ein sehr einfaches physikalisches Beispiel eines solchen Zwei-Eingangs-, Zwei-Ausgangsgrößen-System und wir werden das dann weiterziehen, um uns auch das Regler-Auslegungsverfahren, zum Beispiel durch diesen Entkoppler, an diesem Beispiel anzuschauen. Jetzt, was ist das Beispiel? Das Beispiel ist einfach ein sogenannter Mischtank. Der hat zwei Eingänge und der Eingang hier ist kalter Wasserfluss zu einer bestimmten Temperatur und einer bestimmten Massen Flow Rate, also Zufluss, ein Massenstrom, ein Zufluss. Und auf der anderen Seite hat es ein Zufluss von warmem Wasser mit bestimmter Temperatur TH und bestimmter Zuflussrate QH. Das erste ist, dass wir annehmen werden, dass TH und TC konstant sind und nicht variieren, also konstante Temperaturen. Weiters haben wir also jetzt diesen Tank und an diesem Tank können wir, es gibt da ein Ventil und das fließt aus, das Wasser, wir können da zwei Sachen messen. Was wir messen können, ist einerseits die Flüssigkeitshöhe H und andererseits die Temperatur T in dem Tank. Also können sagen, es ist wie eine offene Badewanne, wo sie offen heißt, dass das Ventil hier offen ist am unteren Ende hier, dieses Ventil, und dass sie kalt und heiß Wasserströme haben. Das ist so, nicht wie bei uns, aber so wie in England, wo man zwei separate Ventile hat. Also kalte Wasser und warmes Wasser. Und was wird jetzt passieren? Das fließt zusammen und je natürlich nach dem Ventilgröße und Strom wird sich nach einiger Zeit ein konstanter Wasserstand einstellen. Konstanter Wasserstand heißt, es fließt dann an dem Punkt gleichzeitig so viel Wasser zu wie ab. Warum wird sich das einstellen? Weil mit der zunehmenden Wasserstand mehr abfließt und schließlich ein Gleichgewicht sein wird, wenn die entsprechend ausgelegt sind, zwischen Zufluss und Ausfluss. Das heißt also, wenn Sie jetzt mehr zufließen, steigt der Wasserstand, damit mehr abfließt, bis dann Zufluss und Abfluss gleich sind. Das heißt also, diese beides, kaltes und heißes Wasser, beeinflusst das Niveau. Auf der anderen Seite beeinflusst natürlich kaltes und heißes Wasser auch die Temperatur. Das ist selbstverständlich. Das sind also die zwei Eingangsgrößen, zwei Ausgangsgrößensystem. Sie haben zwei Massenströme, kaltes und heißes Wasser, und die beeinflussen Niveau und Temperatur als die zwei Regelgrößen. Das ist also die Situation und wir werden jetzt
schnell dieses einfache Modell für dieses System, die Differentialgleichung und das System herleiten. Einerseits aus einer Massenbilanz und andererseits aus einer Energiebilanz. Und das machen wir jetzt hier. Zuerst einmal, und das haben wir, wenn Sie zurückgehen, in der ersten Woche oder zweiten Woche hergeleitet, einfache Modelle. Und eins war Bernoulli, Satz von Bernoulli haben wir benutzt, um den Ausfluss aus einem Tank auszurechnen. Und wir haben da festgestellt damals, dass der Ausfluss diesem Gesetz folgt, das heißt Abhängigkeit von der Quadratwurzel der Höhe und A wäre Fläche des Ventils, Austrittsöffnung, Querschnittsfläche der Austrittsöffnung. Das ist also Q und Sie sehen also, was hier sein wird, ist, dass wenn Sie hier Q haben und hier H, dann haben Sie also diese Quadratwurzelabhängigkeit von Q von H. Das heißt, es fließt je höher die Höhe ist, desto mehr fließt aus und daher gibt es dann irgendwann einmal einen Gleichgewichtszustand, wenn der Ausfluss gleich dem Zufluss ist, wenn sich die Höhe auf einem bestimmten Niveau eingestellt hat. Und jetzt also mit diesem Gesetz, dann haben wir hier die Massenbilanz. Die Massenbilanz sagt hier, das hier ist der Zufluss. Zufluss, das ist Wasser kalt und Wasser heiß, gesamt ist der Zufluss. Das hier ist Q out, das ist unten der Abfluss. Und wenn der Zufluss pro Zeit und der Abfluss pro Zeit nicht gleich sind, das heißt die Differenz hier, die angezeigt ist, nicht null ist, dann ergibt sich aus dem Zufluss minus Abfluss die Änderung der Masse im Tank. Und das ist also Delta, wenn Sie wollen, Delta M pro Zeit ist gegeben hier. Warum? Also A mal H wäre das Volumen. A mal H wäre da hier das Volumen. Das wäre das Volumen. Multipliziert mit der Dichte wäre die Masse. Und daher wäre das gesamthaft die Änderung der Masse pro Zeit hier auf der linken Seite. Die Änderung der Masse pro Zeit ist das Zu minus Ab, natürlich Zufluss pro Zeit minus Abfluss pro Zeit, gibt dann die Änderung der Masse im Tank pro Zeit. Und gleiche Argument können Sie machen für die Energie. Das heißt, Sie haben jetzt von der Energie, W wäre die spezifische Wärmekapazität. Dann ist das der Zufluss von Energie, das heißt Energie, die kommt mit dem kalten Wasser plus Energie, die mit dem heißen Wasser kommt, abhängig von der Zuflussrate, das ist die Massenzuflussrate, das gibt eine Wärmekapazität pro Masse multipliziert mit der Temperatur. Und dann hier wäre Abfluss der Energie mit dem Ausfluss des Wassers und dann hier wäre jetzt genauso wie oben die Änderung der Energie pro Zeit und die Änderung der Energie gibt sich wiederum aus der Änderung der Masse, das wäre aber die Dichte ist konstant, das heißt die Masse wäre also A mal, die Masse wäre Rho mal A mal H. Aber die Rho und A sind konstant, H nicht. Daher bleibt H und T ist auch nicht konstant, daher T und H sind hier in der Differential. Die anderen Faktoren, Querschnittsfläche des Tanks, Dichte und Wärmekapazität sind konstant und kommen daher aus dem Integral, aus dem Differential hier heraus. T und H sind beide variabel. Und jetzt können wir natürlich für dieses dTH nach dT
Können wir jetzt hier dth nach dt, dth nach dt, können wir einsetzen, dann t dh nach dt plus h dt nach dt. Okay, und für das dh nach dt, für das dh nach dt hier, können wir aus dieser Gleichung einsetzen, dh nach dt. Und dann können wir das da hier hineinsetzen. Okay. Und das gibt Ihnen dann die Differentialgleichung hier unten in der letzten Zeile. Sie sehen also, wenn wir diese Terme da hier identifizieren, und ich lösche jetzt das andere aus, damit es leserlich ist. Wir haben jetzt also dieses TC, erstens kürzt sich da das W weg, und dann das TC, dieser letzten, die drei Teile hier, das ist das da hier, ne? DC, QC, DH minus TQ. Und dieser Teil hier kommt von dem Teil hier, den wir eingesetzt haben, wie wir das Differential auseinandergenommen haben. Gut, das ist jetzt also die Energiegleichung, die Energiebilanz. Das heißt, wir haben jetzt zwei Differentialgleichungen. Wir haben die Differentialgleichung 2 hier oben für die Massenbilanz und wir haben die Differentialgleichung hier unten für die Energiebilanz. Und bis jetzt haben wir keine direkten Annahmen gemacht, außer dass die Dichte konstant ist und die Wärmekapazität konstant ist. Das ist auf der nächsten Seite jetzt hier wiederholt. Das sind die zwei Gleichungen, die wir gerade angeschaut haben. Und jetzt müssen wir berücksichtigen, dass wir jetzt diese Beziehung für Q-out haben. Das heißt, das Q-out geht natürlich hier in diese Gleichung hinein. Und es ergibt sich daher ein nicht-lineare Differentialgleichung hier, weil wir haben die Quadratwurzel von h hier drinnen. Und der erste Schritt wird dann sein, diese Differentialgleichungen zu linearisieren. Und wie wir gelernt haben im Abschnitt für die Linearisierung, wir machen die Linearisierung um den stationären Zustand. Das heißt, stationärer Zustand würde heißen, heiß und kalt fließen zu, Niveau ist konstant, und fließt das Gleiche, was zufließt, fließt ab. Das heißt, stationärer Zustand wäre dann definiert, dass die Ableitung null ist, sowohl in einem Fall, dass sich also das Niveau nicht mehr ändert, und das zweite, dass sich auch die Temperatur nicht mehr ändert. Dann haben wir diese Beziehung für den Abfluss Q out, und das S ist stationär hier. Q out S ist gegeben aus dieser Beziehung hier oben. Q out S ist 2GHS, das heißt, der Ausfluss ist abhängig von dem stationären Wert der Höhe, und natürlich dann die Differential 0 gibt dann das QC plus Q out ist gleich Q out. Das heißt einfach, dass im stationären Fall Ausfluss ist gleich der gesamte Zufluss, Summe von kalt und warm. Und dann im zweiten Fall hier diese stationäre Beziehung wiederum überall bei T ist TS, stationäre Temperatur. CS wäre die stationäre Zufuhr von kaltem Wasser. TS hier stationäre Temperatur und QHS ist stationäre Zufluss von heißem Wasser, und TH und TC, wie ich erwähnt habe, sind die Zufflusstemperaturen, die konstant sind. Das heißt, ich habe jetzt diese Beziehungen, und genau gesagt hätten Sie jetzt da hier eine System von Gleichungen. Also das System wäre dieses System von Gleichungen hier. Okay. Und dieses System von Gleichungen würde Ihnen erlauben, wenn jetzt QCS, QHS, TC und TH gegeben sind,
dann können Sie aus diesen drei Gleichungen die drei Variablen berechnen, nämlich was ist der stationäre Ausfluss, was ist die stationäre Temperatur und was ist die stationäre Höhe. Und normalerweise, in den meisten Fällen, wie auch hier sehr einfach, ergibt sich hier ein nichtlineares System von nichtlinearen algebraischen Gleichungen, das Sie lösen müssen für diese Größen Qout, TS und HS. Als nächstes ist jetzt die Linearisierung der Differentialgleichungen. Das heißt, wir haben jetzt nicht lineare Gleichungen und wir wollen diese linearisieren, um diesen stationären Punkt, den wir soeben berechnet haben, auf der letzten Folie. Jetzt die nichtlineare Gleichung, die erste ist die für die Flüssigkeitshöhe. Also da hier hatten wir die Differentialgleichungen. Warum ist sie nicht linear? Wegen dieses Ausdrucks hier. Also diese Quadratwurzel. Wir können, wie wir gewohnt sind, Linearisierung machen durch Taylor-Reihenerweiterung um den stationären Betriebspunkt. Und das wäre Qout S plus den ersten Term und die zweiten Terme höherer Ordnung, zweiter und höherer Ordnung lassen wir weg. Und daher bekommen wir hier Qout S plus Qout S durch 2 HS, wobei das da hier natürlich jetzt die Ableitung von dQ nach dHS evaluiert. Also das ist dieser Koeffizient dQ nach dH evaluiert zum Punkt H ist gleich HS. Und natürlich auch Q out ist gleich Q out S. Okay? Dieser Koeffizient hier. Okay, das heißt, das können wir jetzt einsetzen. Diese lineare Beziehung Q out können wir hier oben einsetzen. Und wir bekommen daher diese Gleichung 8 hier. Die ist jetzt linear und wir wollen aber jetzt die ausdrücken in unseren Deviation Variables. Deviation Variables sind Variablen, Abweichung vom stationären Zustand, so wie zum Beispiel da hier H-HS haben wir schon, aber die anderen sind noch nicht ausgedrückt in stationären Zustand. Und das machen wir jetzt. Und die normale Verfahren ist, dass wir jetzt von der Gleichung 8, von der sehr linearisierten Gleichung, die Gleichung für den stationären Zustand abziehen. Das heißt, wir ziehen 0 ab, links und rechts. Und wir bekommen dann diesen Ausdruck hier. Sie bekommen also jetzt für diesen Term zum Beispiel QC minus QCS, für das hier QH minus QHS. Und dann dieser erste Term Qout S fällt weg und alles, was übrig bleibt, ist Qout S fällt weg daher und übrig bleibt ist das hier. Sie haben also jetzt eine lineare Differentialgleichung in den Abweichungs- oder Deviation Variables. Deviation Variable hier wäre die Abweichung vom Kaltwasserfluss, vom stationären Fluss. Hier wäre die Abweichung der Stellgröße vom stationären Stellgröße. Hier die Abweichung der Höhe von der Höhe HS. Und genauso könnten Sie natürlich auch hier auf der rechten Seite schreiben, wie wir es gewohnt sind, könnten Sie auch das hier ersetzen durch H minus HS, weil die Ableitung von HS ist 0. Statt Konstanten ist 0 und das heißt, Sie hätten jetzt die ganze Gleichung ausgedrückt in diesen Deviation Variables QC minus QS, QCS und so weiter, die Abweichungen von den stationären Werten und die Gleichung ist linear, natürlich jetzt approximiert die nichtlineare Beziehung, die wir hier hatten. Genau das Gleiche können wir machen für die Differentialgleichung, die wir aus der Energiebilanz bekommen haben und die uns die Temperatur, das Verhalten der Temperatur beschreibt. Das erste hier in Gleichung 3 ist nur wiederholt das, was wir abgeleitet haben. Und hier unten ist dann die stationäre Gleichung für die Energiebilanz. Energie hinein ist gleich Energie hinaus oder da oben Ableitung ist gleich 0. Diese Linearisierung, die wir jetzt machen, müssen wir zwei Sachen
müssen wir, also eine Sache müssen wir berücksichtigen, wo sind diese nichtlinearen Terme? Zuerst einmal sind hier nichtlineare Terme, weil hier eine Variable QC, das ist die Stellgröße von außen, und T multiplikativ gekoppelt sind. Das heißt, das hier ist ein nichtlinearer Term, das hier ist nicht linear, weil TC haben wir angenommen ist konstant und TH ist konstant, daher ist das einfach konstant mal die Stellgröße. Aber das ist unsere Nichtlinearität jetzt in dieser Gleichung, Temperatur multipliziert mit QC. Und Sie können hier wieder das die Taylor-Reihe, hier wäre das Stationäre, hier wäre die Abweichung QC, die Abweichungen QC und QH und hier der Abweichung von T. Also das, wenn man das zusammenfasst, das ist also der erste, ist dieser konstante Term und dann die Abweichungsterme, der erste und der zweite, also der erste die Abweichungen in der Flussrate und der zweite in der Temperatur und dann da hier dieses TC und TH übernehmen wir einfach von hier, von TC hier und hier. Okay? Umgeschrieben jetzt nur herausgestrichen die Größen, die sich kürzen. Umgestrichen geschrieben hier bekommen wir diesen Ausdruck. Und dann machen wir das Gleiche wie vorher. Von dieser Gleichung ziehen wir die stationären Gleichung ab, um wiederum diese Abweichungsvariablen zu definieren und zu bekommen in dieser Gleichung. Also das abgezogen, also das 10 minus 6 hier, ergibt Ihnen dann, da hier ändert sich nichts und hier bekommen Sie dann diese Abzüge unter anderem, also bekommen Sie diese drei Terme in der Gleichung. Erste, die Ihnen den Einfluss, der Kaltwasserfluss wiedergibt, das ist jetzt konstant. Ein Einfluss von Heißwasserfluss, das ist wiederum eine Konstante. Und hier Einfluss der Temperatur im Tank selbst in diesem Term hier. Sie haben also jetzt 2, hier die Gleichung 11 und vorher die Gleichung 9, sind jetzt 2 lineare Differentialgleichungen in diesen Deviation Variables, die sowohl die Energie als auch die Massenbilanz in diesem Tank beschreiben. Die sind hier oben wiederholt, diese Gleichungen, die ich gerade Ihnen gezeigt habe. Und jetzt, um das noch einfacher zu machen und diese Anzahl der Variablen maximal zu reduzieren, machen wir diese Gleichung dimensionsunabhängig, dimensionslos. Das heißt, wir definieren neue Variable, die uns dann, also mit dem Ziel, wir bekommen dann ein sehr einfaches, also scheinbar einfaches Gleichungssystem wie hier unten. Was definieren wir? Wir definieren jetzt zuerst einmal eine dimensionslose Zeit. Das heißt, wir multiplizieren die mit der, das heißt auch der Verweilzeit im Tank. Das ist so der Tank dividiert durch die Flussrate. Bekommen wir diese dimensionslose Zeit Tau. Dann definieren wir eine dimensionslose Höhe. Das ist einfach die Abweichung der Höhe durch die Normalhöhe. Das ist jetzt also ein Prozenthöhe, aber ausgedrückt zwischen 0 und 1. Dann haben Sie eine Prozenttemperatur hier, wiederum in Abweichung von der Normaltemperatur, eine Prozent Kaltwasserzufluss, Prozent Heißwasserzufluss und dann diese dimensionslosen Konstanten, die Ihnen also geben eine Temperaturdifferenz, die Kaltwassertemperatur minus die Tanktemperatur dividiert durch die Tanktemperatur. Also das sind wieder dimensionslose relative Temperaturen. Das können Sie jetzt alles daher einsetzen oben. Nach Algebra kriegen Sie diese sehr kompakte Gleichung hier, was jetzt beschrieben ist. Tau ist jetzt in dieser dimensionslosen Zeit. X1 ist das Niveau dimensionslos, heißt Prozentabweichung. X2 ist Temperatur, wiederum Prozent. UC, Zufluss kalt, Prozent vom Normal und UH, wieder Zufluss heiß. Und das ist jetzt diese Gleichung, die wir dann weiter verwenden werden, um dieses Mehrvariablen-System zu analysieren und auch um dann diesen Entkoppler auszulegen für dieses System. Jetzt können wir das auch interpretieren in einem Blockdiagramm. Das heißt, wir können jetzt hier von dieser Differentialgleichung, die hat jetzt zwei
Stellgrößen, das wäre jetzt unsere Standardbeschreibung, x Punkt ist gleich ax plus bu, x die Zustandsgrößen, in dem Fall dimensionslose Niveau, dimensionslose Temperatur, und u wären die Stellgrößen, kaltes Wasser, heißes Wasser. Wir können jetzt diese Laplace-Transformation dieses Systems von Differentialgleichungen machen und dann entsprechend die Übertragungsmatrix ausrechnen. Das heißt, nach der üblichen Laplace-Transformation hätten Sie also dann diese Formel hier, SI minus A inverse B, wenn Sie die Laplace-Transformation dieser Differentialgleichung nehmen, die wir auf der letzten Folie gezeigt haben, und das A und B einsetzend von der letzten Folie, bekommen Sie dann diese Übertragungsmatrix. Das heißt, wir haben jetzt eine Matrix, die uns die Zusammenhänge zwischen den zwei Eingängen und zwei Ausgängen beschreibt. Also wenn Sie hier dieses G1,1 und G1,2, das wäre also der Einfluss von UC, das hier wäre der Einfluss von in dieser Kolonne, der Einfluss von UH, und hier wäre der Einfluss auf die Stellgröße, auf die Regelgröße X1 und hier auf die Regelgröße X2. Das ist die Interpretation dieser Übertragungsmatrix. Also jedes Element hier hat eine ganz spezifische Deutung. Also G1,2 wäre der Einfluss von UH heiß auf Niveau, G2,2 wäre der Einfluss von UH auf Temperatur. Und das hier ist einfach hier gezeigt jetzt, wo ich jedes dieser Elemente herausnehme. Und jetzt hier, das wäre also mein Element G1,1, das hier wäre mein Element G2,2 und das hier wäre mein Element G2,2. Und das hier wäre mein Element G1,2. Und Sie sehen also jetzt, wenn wir es in andere Farbe da zeichnen, dass ich zum Beispiel das kalte Wasser beeinflusst jetzt über dieses Element das Niveau, aber das kalte Wasser beeinflusst auch hier die Temperatur. Und genauso für das heiße Wasser. Und wir haben genau für jede dieser Einflüsse haben wir eine separate Übertragungsfunktion. Eine hier für den Einfluss auf das Niveau und das zweite Einfluss auf die Temperatur. Das hier ist also der Einfluss, wie ich es da hier gezeigt habe, G2,1, der Einfluss von UC auf X2 ist G2,1. Das ist die Interpretation. Und Sie sehen schon, also diese Übertragungsmatrix-Schreibweise wird nicht praktisch, sobald Sie größere Systeme haben. Wenn Sie jetzt vorstellen, Sie haben ein System mit 4 Eingängen, 6 Eingängen, Ausgängen, da hätten Sie 36 Elemente und dann irgendwas Sinn daraus zu machen, ist sehr schwierig. Daher, das ist gut, um das zu verstehen im Detail für kleine Systeme, aber nicht für große Systeme, wo wir normalerweise dann nur diese Beschreibung über die A-B-Matrizen, das heißt im Zeitbereich, verwenden. Gibt es eine Frage zu dieser Darstellung und zum Verständnis des Systems? Gut, wenn nicht, dann machen wir jetzt Pause, und das nächste Ziel ist zu definieren ein Maß dieser Kopplungen, das heißt, wann kann man das vielleicht zumindest approximativ als ein System von zwei ungekoppelten Einschlafenregler behandeln, und das zweite ist dann Kopplungskompensator, wie ich schon angedeutet habe, wie wir diesen Entkoppler berechnen können aufgrund des Modells, das wir bis jetzt abgeleitet haben. Gut, bis 11.10 Uhr. Okay, ich möchte jetzt wieder fortsetzen. Bevor wir mit dem Material fortsetzen, möchte ich Sie nur erinnern oder darauf aufmerksam machen, dass wir ein Open House an unserem Institut haben. Nächste Woche am Mittwoch.
wo Sie also über die diversen Projekte, die laufen, Bescheid bekommen können und auch, wurde gerade von einer Person hier gefragt, zum Beispiel über das Projekt, das sich mit Building Control beschäftigt, ein Thema, das wir uns jetzt schon seit einigen Jahren beschäftigen, Zusammenarbeit mit dem Hauptindustriepartner Siemens in Zug hier. Gut, aber auch andere Projekte, wie zum Beispiel Energiegewinnung über in der höheren Atmosphäre, über drachenartige Strukturen. Da ist das Ziel, dass man also die höheren Windgeschwindigkeiten bei höherer Höhe ausnützt. Das ist etwas futuristisch, aber es gibt Firmen, und die das untersuchen, und das ist eine langfristige mögliche Energiequelle. Dann sind Projekte zum Beispiel mit Race Cars, wo wir ferngesteuerte Rennautos, Modellrennautos, ungefähr 10 cm, wo dann hoffentlich bald also der Computer gegen die Sie als manueller Konkurrent da gewinnen, der Computer gewinnen wird. Wir sind schon sehr weit, und diese autonomen Autos, Energiesysteme, elektrische Netzwerke, diverse Zusammenarbeiten, die wir haben an der ETH und auch als außerhalb. Heligeros hat Projekte in der Systembiologie und so weiter, sehen also sehr viele Themen, die hier angesprochen werden in unserem Institut, und fast in allen diesen Bereichen sind dann entsprechende Semesterarbeiten und Masterarbeiten zur Verfügung. Wir sind gerade dabei, diese Liste, die am Web ist, ein Update zu machen, dass wir also die Projekte, die effektiv zur Verfügung stehen, hervorheben. Es muss nach einiger Zeit ist das so eine Akkumulation von Sachen, die erledigt sind und oder nicht attraktiv waren, die wir dann jetzt entfernen müssen. Natürlich, wie immer, gibt es einen Abbau dann auch am Ende. Gut, das wäre also zu dieser. Jetzt muss ich nur zurückgehen und meine Folien wiederfinden. Das ist schon ein guter Anfang. Jawohl, also das Ziel ist jetzt, ein Kopplungsmaß zu definieren, das Ihnen zumindest in erster Analyse angeben kann, ob Sie jetzt das System als, unser Beispiele hier, als zwei fast entkoppelte Systeme betrachten können, oder ob Sie tatsächlich das als zwei Ausgangssystem betrachten müssen. Das heißt, wie groß sind diese Kopplungen? Und was ist jetzt die Schwierigkeit dieses Kopplungsmaßes? Irgendwie intuitiv ist es klar, das sind die Elemente, also nicht auf der Diagonale. Auf der Diagonale sind die, wenn wir jetzt da hier anschauen, hier, die Kopplung sind jetzt natürlich diese Elemente hier, und das sind diese Elemente hier. Ne? Wenn diese Elemente klein sind, dann ist es entsprechend entkoppelt. Und wenn die Elemente groß sind, ist es gekoppelt. Das Problem ist jetzt hier, das hängt alles davon ab. Es hängt davon ab, wie ich diese Sachen skaliere. In dem Fall habe ich natürlich ein Modell, das dimensionslos ist, aber am Ende müssen Sie dann wieder zurückgehen. Sie können das nicht direkt für die Regelung benutzen. Sie müssen jetzt am Ende doch tatsächlich die Temperaturen messen und die Feuchte messen und diese Messungen vergleichen und nicht dimensionslos. Sie haben auch keine dimensionslose Zeit, sondern wirkliche Zeit. Also Sie müssen irgendwie ein Maß finden,
dass zumindest Skalier unabhängig ist oder herausfinden, wie sie das skalieren sollen. Und es wurde ein Maß eingeführt, dass wir werden dann zeigen, oder Sie werden zeigen in den Übungen, dass es skalierunabhängig ist. Und ich beschreibe Ihnen jetzt die Argumentation, wie man, was dieses Maß aussagt, und dann später, auch wie man es berechnet, aber später dann eine sehr einfache Weise, eine einfachere Beweise dieses Maß zu berechnen, als es jetzt aus der Ableitung ersichtlich ist. Aber jetzt einmal, was sagt dieses Maß aus? Und das ist jetzt diese Ableitung, die wir machen wollen. Wir wollen das Folgende sagen. Wir schauen uns jetzt, also das erste Schritt an diesem Beispiel, wir schauen uns jetzt diese Übertragungsfunktion an hier. Das heißt, der Einfluss von UH auf X2. Wenn Sie keinen Regler hier oben haben, und ich beziehe mich jetzt auf diesen Regler GC1 hier, wenn dieser Regler, und ich werde ihn jetzt für einen Moment herausnehmen, dann ist es klar, wenn der Regler nicht existiert, dann ist die einzige Übertragungsfunktion zwischen UH und X2 ist dieses G22. Jetzt nehmen wir an, wir haben schon einen Regler entworfen. Okay. Und dieser Regler ist jetzt der Regler hier oben. Was passiert jetzt durch diesen Regler? Durch diesen Regler bekommen Sie jetzt den Zusammenhang zwischen UH und X2 nicht nur dieses dieser blaue Pfad, sondern auch der folgende rote Pfad, also dieses UH influenzt natürlich auch X1, und X1 hat einen Regler, dieser Regler agiert, und dieser Regler produziert ein UC, ein Kaltwasserfluss, und der Kaltwasserfluss über diese Übertragungsfunktion beeinflusst auch die Temperatur. Das heißt, Sie haben jetzt über diesen Regler zwei Pfade, wie UH X2 beeinflusst. Einmal direkt Heißwasser auf Temperatur, andere indirekt Heißwasser auf Niveau, dann reagiert das Kaltwasser und das beeinflusst auch die Temperatur. Und wie sehr diese Wechselwirkungen ist, hängt eben ab von diesem roten Pfad. Und ideal wäre, der rote Pfad ist null. Keine Wechselwirkungen. Und hier, dieses Kopplungsmaß wird definiert als blau über, der Fall, wenn der Regler noch nicht da ist, über blau und rot. Okay? Das heißt, ideal ist es 1. Und sonst kann es größer oder kleiner als 1 sein. Also das Maß ist ganz einfach gesagt hier, also blau über blau plus. Das ist das Maß. Und jetzt, was wir machen müssen, ist nicht ganz einfach eigentlich. Wir müssen nur diese zwei Übertragungsfunktionen hinschreiben. Blaue Übertragungsfunktion über blau und rote. Und das machen wir im nächsten Slide. Blau ist G22. Ups, das habe ich jetzt rot gemacht hier. So. Das war jetzt das Blau. Okay. Und das Blau war das G22. Und jetzt müssen wir dann noch das Rot ausrechnen. Und das Rot ist Rot ist also dieser Pfad. Das heißt, Sie können es auch anschauen als G. Was aus dem Pfad kommt, ist G21,
G21 mal UC. Okay, das heißt, das hier ist der rote Pfad. Okay, G21 mal UC. Und das hier ist der blaue Pfad natürlich. Und was ich jetzt da hier oben dann gemacht habe, nur ist ausgerechnet hier, was ist dieses UC? Was ist dieses UC, das natürlich hier im roten Pfad auftaucht? Ne? Was ist dieses UC hier? Dieses UC. Und dieses UC ist hier dieser Ausdruck. Jetzt, woher gibt sich dieser Ausdruck? Und ich male das in schwarz jetzt da hier. Oder mache ich es in gelb. Dieser Ausdruck hier ergibt sich aus dem Folgenden. Wie bekomme ich das UC? Das UC kommt daher, ich habe diesen Pfad hier, G12 mal UH. Das ist schon mal der Term hier. Jetzt geht das weiter, dieses G12 mal UH, geht hier hinein, in diese Schlaufe. Was ist jetzt die Übertragungsfunktion in diese Schlaufe? Das ist der Vorwärtspfad minus GC1, das ist dieser Teil hier, über 1 plus die Schlaufe. Okay? Das ist also jetzt der Zusammenhang zwischen UC und UH. Und ich kann jetzt dieses UC hier einfach hier einsetzen, um den gesamten roten Term zu beschreiben. Und das ist jetzt dann, wenn ich das einsetze hier, bekomme ich diesen eigentlich auch inklusive dieses Vorzeichen, also das geht weg hier, bekomme ich diesen Term, diesen roten Term. Das ist einfach UC hier eingesetzt, UC hier eingesetzt von hier oben, gibt Ihnen dann diesen roten Term. Das heißt, Sie haben jetzt hier unten wieder blau plus rot, blau hier, okay, plus rot, genau das wir haben wollten. Und jetzt machen wir aber eine spezielle Annahme. Die spezielle Annahme ist, dass wir sagen, ja, jetzt die Schwierigkeit bei der Evaluation dieses Maßes ist, dass es abhängig ist genau von dem Regler GC1. Das ist der Regler GC1, das heißt nicht, wir müssen jetzt irgendwas annehmen über den Regler GC1. Was ist der Regler GC1? Und die Annahme, die jetzt gemacht wird, ist GC1 ist groß. Das heißt, ich habe einen tight control, ich habe eine strikte Regelung, oder Sie können es auch annehmen, im DC-Bereich, natürlich wenn ich jetzt Integralanteil hätte, dann wäre die Verstärkung im DC-Bereich von dem Regler unendlich. Im Integralbereich, wenn Sie sich erinnern können, einen PI-Regler von dem Bode-Diagramm hätte ein Programm, das wäre der I-Anteil und das wäre der P-Anteil, das wäre der PI-Regler, Bode-Diagramm, und da sehen Sie hier, wegen des I-Anteils im DC-Bereich, niedrige Frequenzen, ist die Verstärkung unendlich. Das heißt, diese Beziehung gilt großes GC1, gilt immer im DC-Bereich mit Integralregler, sonst einfach, wenn Sie Regler sehr tight eingestellt haben. Und wenn Sie jetzt natürlich ergibt sich hier wenn das GC1 groß ist, wenn das GC1 groß ist, dann wäre das 1 vernachlässigbar hier im Nenner, und wenn es 1 vernachlässigbar ist, dann können wir das GC1 herauskürzen, und deswegen kommen Sie dann zu dem Term hier unten. Das ist also jetzt die Approximation dieses Rot plus Blau für große Reglerparameter.
Und jetzt natürlich können wir einfach dann Blau über Blau plus Rot. Das wäre dann das GC2 hier. G2,2 hier dividiert durch das. Okay, das dividiert durch das. Gibt dann genau unsere Maß in der nächsten Seite, nämlich das hier. G2,2. Das ist das Verhältnis, das wir abgeleitet haben. Blau über Blau plus Rot. Unter Annahme, dass der Regler groß ist, GC1 groß ist. Das ist dieses Verhältnis. Und wie gesagt, das Verhältnis ist 1, wenn Blau und Blau plus Rot gleich sind. Das heißt, der rote Pfad, den wir gezeichnet haben, nicht existiert oder sehr schwach ist. Jetzt können Sie die gleiche Analyse, die wir gemacht haben, die gleiche Ableitung, die wir hier gemacht haben, können Sie auch unter der folgenden Annahme machen. Sie können sagen, nicht hier ist der Regler, sondern der Regler ist effektiv hier. Wir haben hier ein GC2. Und was wir untersuchen wollen, ist jetzt die Übertragungsfunktion zwischen UC und X1 und wie diese Übertragungsfunktion durch diesen Regler GC2 beeinflusst wird. Das heißt, Sie können genau das symmetrische Analyse machen für die andere Variable. Und wenn Sie das machen, wäre genau die gleiche Ableitung, dann bekommen Sie effektiv dieses Maß M22. Und das M22, wenn Sie das durchrechnen, kommt heraus, dass es ja, ist eine andere Größe. Okay. Schließlich können Sie die gleiche Analyse auch machen, wenn Sie sagen, ich habe jetzt nicht diesen Regler, sondern ich habe jetzt einen anderen Regler. Ich nehme an, dass das kalte Wasser ich benutze, um die Temperatur zu regeln. Das heißt, Sie würden effektiv einen Regler haben, der hier das X2 nimmt, diesen Regler, und entsprechend das UC beeinflusst. Das ist jetzt gekreuzt. Vorher haben wir einfach gesagt, wir haben eine Struktur, wo Niveau vom kalten Wasser und Temperatur vom heißen Wasser, und jetzt verwenden wir kaltes Wasser für Temperatur. Also wir kreuzen die Paarungen dieses zwischen Eingang und Ausgang. Und wiederum können Sie dieses Verhältnis ableiten in der gleichen Art, und Sie bekommen dann dieses M12, diese Kopplung, das gibt Ihnen dann diese Größe hier. Und Sie können dann noch einmal das Kopplungsmaß nach der anderen Seite, also 4 weisen, wie Sie das anordnen können, und Sie bekommen dann schließlich 4 Parameter hier, wobei wir das 1,1 als erstes ausgerechnet haben, das war, wo wir diese Regler eingesetzt haben zwischen U1 und X1. Okay. Und dieses Konstrukt hier, das wir jetzt, also wo wir die Elemente berechnet haben, hat den Namen Relative Gain Array. Und also die Ableitung war jetzt ziemlich kompliziert, aber wir können das viel einfacher ableiten, wie ich in einem nächsten Slide das zeigen kann. Wir haben jetzt diese Übertragungsfunktion hier, G11, G12, G21, G22. Das sind jetzt unsere 2 Kalt-Heiß-Wasser-Temperatur, Niveau-Temperatur. Und wir haben jetzt das erste, die Beziehung Regler offen. Das war jetzt diese Situation, wiederum zurückgehend. Das war diese Situation, dieser Regler existiert nicht. Und dann haben wir ja gesagt, was ist das hier? Das heißt, wenn dieser Regler nicht existiert, dann gibt es kein UC. Wenn dieser Regler nicht existiert, ist UC oder U1 gleich 0.
Das UC wird nur 0, wenn wir diese Kopplung haben, aber wenn kein Regler ist, ist das U1 gleich 0. Jetzt gehen wir zurück, also das ist diese Ableitung hier. Also wenn ich keinen Regler habe, Regler offen, und GC2 gleich 0 ist, dann ist effektiv, ich schaue mir jetzt X1 U1 an, dann ist das U2 0. Also in dem Fall habe ich angenommen, dass ich einen Regler unten anschaue. Also wenn der Regler nicht existiert, dann ist das U2 0 und ich schaue mir nur an die Beziehung zwischen X1 und U1. Aber das Wichtige ist, U2 ist gleich 0. Und ich kann dann von dieser Beziehung sehr einfach ableiten, was ist X1 über U1? Das ist trivial von dieser Beziehung. Ich setze hier gleich 0. Und was ist X1 über U1? Ich habe hier U1, X1 ist genau dieses Element. Also kann ich von dieser Beziehung ableiten, dass X1 über U1, U2 ist 0, ist gleich G1, 1. Jetzt, wo es Regler, wenn ich jetzt aber einen Regler eingestellt habe, ich streiche das jetzt weg hier, oder teilweise, wenn ich jetzt den Regler eingestellt habe, dann mit großem Verstärkung, dann was wird der machen, der Regler? Der zweite, er wird ausregeln, x2, die zweite Größe, gleich 0. Weil die Aufgabe des Reglers ist, die Fehler zu entfernen. Und wenn der Regler da ist, mit hoher Verstärkung, wird der zweite Ausgang durch den Regler 0 gestellt werden. Das heißt, was ich jetzt machen muss, ich berechne jetzt das Inverse dieser Matrix hier und schreibe auf die Beziehung U1, 2 als Funktion von X1 und X2. Also das ist natürlich einfach das Inverse dieser Matrix. Aber jetzt weiß ich, dass hier x2 gleich 0 ist, das heißt, ich kann jetzt in diesem Fall sagen, x2 ist gleich 0. Und ich kann jetzt aus der Beziehung u1 über x1 ausrechnen, nämlich u1 über x1 ist gleich g11 Hut. Okay, das ist einfach dieses Element hier. Oder natürlich x1 über u11 wäre dann g11 Hut inverses. Das heißt jetzt, für dieses 11 Element dieser Matrix hätte ich die folgenden Größen. Ich habe einerseits die blaue Größe von vorher. Das war das da hier. Okay. Und zweitens habe ich die rote Größe. Das heißt nicht die rote Größe, die blau plus rote Größe. Das ist hier. Also das ist blau plus rot, ist das hier. Und das Verhältnis dieser zwei ist dann einfach. Dieses M11 wäre dann das Verhältnis der 2, wäre G11 dividiert durch G11 Hut, wäre gleich G11 Hut. Und allgemein geschrieben ist dann MIJ gleich GIJ mal G Hut JI. Das heißt, Sie können mit der Formel natürlich jetzt sehr einfach ausrechnen, was jede dieser Elemente in dieser Relative K-Array ist. Und insbesondere ist das dann hier unten gezeigt. Das hier ist der Ausdruck in Matrix-Schreibweise von dem GIJ mal GJI Hut. Das ist das Element für Element, ist es hier geschrieben und hier ist es in Matrix-Notation geschrieben, inverse transponiert, mal, wobei dieses Cross-Mal hier jetzt beschreibt nicht ein Matrix-Produkt, sondern ein Element für Element-Produkt in diesen zwei Matrixen. Das heißt, 1,1 wird multipliziert mit 1,1 und 1,2 wird 1,2 und so weiter.
Also dieser letzte ist nur jetzt ganz kompakt geschrieben, wie Sie diesen Relative Gain Array berechnen können für willkürlich viele Eingänge und Ausgänge durch diese einfache Matrix-Formel inverse transponiert und dann Element für Element mit der G-Matrix multiplizieren. Was die Idee ist jetzt, was ich Ihnen gesagt habe, ist, dass man haben will, dass diese Elemente, wo wir die Regler drauf geben, wenn wir Einschlafenregler wählen, dass die Elemente in etwa 1 sind. Warum? Weil dann würde es heißen, dass der blaue Pfad und der blau plus rote etwa gleich sind. Das heißt, diese zusätzliche Kopplung keinen Einfluss hat auf diese Übertragungsfunktion, die ich benutze, um den Regler auszulegen. In etwa 1. Jetzt hat diese Größe, diese Relative Gain Array hat diverse, und das werden Sie dann zu den Übungen zeigen müssen, dass dieser Relative Gain Array hat eine Reihe von algebraischen Eigenschaften. Einfach aufgrund dieser Definition, hat nichts zu tun jetzt mit der Regelungstechnik, rein von dieser Definition des M kann man diverse Sachen zeigen. Das Erste, was Sie zeigen können, ist, dass in diesem M jede Zeile und jede Kolonne Summe gibt 1 von der Definition. Also entweder die Kolonnen hier oder hier die Zeilen und hier die Kolonnensumme gibt immer 1. Das heißt, wenn Sie jetzt einen 2x2 Relative Gain Array haben, das wäre jetzt da M11, M12, M21, M22. Und jede Zeile und jede Kolonne addiert sich zu 1. Das heißt, in Effekt haben Sie nur ein Element, das unabhängig ist. Weil wenn Sie das eine Element haben, die anderen Elemente ergeben sich alle aus der Eigenschaft, dass die Summe gleich 1 ist. Das heißt, für ein 2x2-System ist dieses Maß sehr kompakt. Es ist praktisch eine Größe, die Ihnen alles beschreibt. Und das können Sie zeigen und Sie werden das dann in den Übungen zeigen müssen. Das Zweite ist eine wichtige Eigenschaft, die ich erwähnt habe. Es ist skalierunabhängig. Jetzt, was heißt skalieren in unserer Sprache hier, wo wir diese U und X haben? Das heißt, Skaliermatrix wäre das Folgende. Wir führen zum Beispiel, wir haben x1, x2 und wir führen jetzt neue x1' und x2'. Und skalieren würde heißen, ich verwende eine diagonale Matrix D1, D2, 0, 0. Multipliziere damit x1, x2. Okay. Das heißt, ich multipliziere x1 mit D1 und x2 mit D2. Ich skaliere das von Millivolt auf Volt oder was immer. Und das Skalieren wird immer ausgedrückt durch eine diagonale Matrix. Das heißt, wenn ich jetzt alles einsetze, dann bekomme ich, also ich kann das skalieren, die X kann ich skalieren und ich kann die U skalieren. Ich kann die Eingangsstellgrößen skalieren und ich kann die Ausgangsgrößen. Und das heißt, Sie bekommen von den Eingangsgrößen das Skalieren der Inputs und Skalieren der Outputs. Also Sie bekommen das Skalieren bedeutet, dass Sie diese G-Matrix mit einer diagonalen Matrix am Ausgang multiplizieren können und am Eingang multiplizieren können. Das heißt, Sie bekommen dann eine skalierte neue Matrix G'. Das wäre jetzt mit anderen Einheiten der Eingänge und Ausgänge. Und das Besondere an den Skaliermatrizen ist nur, dass Sie eine diagonale Struktur haben. Sie können negativ sein, positiv und so weiter, aber Sie haben eine diagonale Struktur. Und mit diesen diagonalen Strukturen können Sie zeigen, dass wenn Sie jetzt den Relative Gain berechnen für das G', das heißt nach dem Skalieren, und wenn Sie das M berechnen für das G vor dem Skalieren, gibt es Ihnen dasselbe M. Das heißt, dass diese M-Konstruktion, diese Relative Gain-Skalier unabhängig ist.
Und das ist wünschenswert, weil sie dann nicht mit dem Skalieren herumprobieren müssen, was ist vernünftiges Skalieren, um dieses Kopplungsmaß zu berechnen. Und im gewissen Sinne, aber nur im gewissen Sinne, ist es logisch, dass das so ist, wenn Sie zum Beispiel eine Betrachtung machen bezüglich Stabilität. Die Stabilität, ob jetzt ein Regelkreis stabil ist oder nicht, kann nicht abhängig davon, ob Sie jetzt Volt messen oder Millivolt. Das würde keinen Sinn machen. Auf der anderen Seite, wenn Sie jetzt sagen wir zwei Größen haben, wie Temperatur und relativ Feuchte, und Sie diese Größen oder diese Fehler qualitativ vergleichen wollen, das heißt also nicht einfach stabil oder unstabil, also wissen wir, was ist jetzt eine gute Temperaturregelung und was ist eine gute Feuchtigkeitsregelung, dann macht Skalierung notwendig. Warum? Weil 1 Grad, 2 Grad Temperatur ist wichtig, 1 oder 2% relativ Feuchte merkt niemand. Das heißt, Sie haben sehr andere Anforderungen auf Temperatur und Feuchte, das heißt von Regelgüte, um das zu vergleichen, macht es Sinn, das zu skalieren. Für die Stabilität macht es keinen Sinn. Das heißt ja auch, diese Skalierunabhängigkeit, auf der einen Seite ist es gut, auf der anderen Seite sehen Sie, es kann Ihnen nicht ausdrücken etwas über Qualität, weil es skalierunabhängig ist. Das heißt, es ist sehr einfach zu berechnen, aber daher ist die Aussage auch beschränkt. Und wir machen jetzt ein Beispiel hier, wo wir diese Formel genau benutzen für diesen Mischtank und einfach genau das ausrechnen, DC, also im Steady State für den Mischtank. Sie haben jetzt also G0, das ist jetzt übernommen von dem Mischtank und dann haben Sie G0 minus 1 und dann verwenden wir diese Formel für M, die wir gerade da, die Formel für M, die wir gerade angeschaut haben, diese Formel, um das zu berechnen. Und die Formel sagt elementweise Multiplikation, aber vom G minus 1 müssen wir das transponieren. Das haben wir hier, das G minus 1 haben wir hier. Das müssen wir transponieren und dann die Elemente miteinander multiplizieren. Und das gibt Ihnen dann nach den Kürzungen dieses M hier. Und nicht überraschend hier sehen Sie sofort, Zeilensumme und Kolonnensumme ist 1. Okay? Zum Beispiel hier die Zeilensumme wäre TH minus TS plus TS minus TC, das heißt TH minus TC kürzt sich hier als 1 und so weiter für jede dieser Zeilen und Kolonnen. Und jetzt können wir versuchen, diese Relative Gain zu interpretieren. Und wir schauen uns jetzt für die Interpretation zwei Fälle an. Den einen Fall, so asymptotische Fälle, wenn Sie wollen, einen Fall, wenn ich viel kaltes Wasser habe und wenig warmes im stationären Fluss. Und im anderen Fall, wenn ich es umgekehrt habe, viel heißes Wasser und wenig kaltes. Und diese asymptotischen Fälle, was heißt das jetzt, wenn ich viel kaltes Wasser habe? Wenn ich viel kaltes Wasser habe, ist dann nach der Mischung die Temperatur ungefähr die Temperatur vom kalten Wasser. Das heißt, ungefähr nach der Mischung ist die stationäre Temperatur die kalte Temperatur. Und was sehen Sie daraus? TS ist gleich TC, dieses Element wird 0 und dieses Element wird 0 und die anderen Element 1. Das heißt, dieser Relative Gain Array im Falle, dass QC viel größer als QH ist, bekommen Sie eine Matrix, die in etwa 1 ist. Im anderen Fall, wenn Sie viel mehr heißes Wasser haben als kaltes, ist die Temperatur im Tank ungefähr die Heißwassertemperatur. Das heißt, Sie haben TS gleich T heiß und Sie setzen das hier ein, das wird dieses Element 0, wird dieses Element 0 und die Elemente werden dann 1. Dann bekommen Sie diese Struktur hier. Was bedeutet jetzt das für die Loop-Auslegung? Was Sie machen sollen, ist hier 1,1 von unserer ursprünglichen Analyse paaren. Das heißt, in dem Fall,
in dem Fall hier wäre das, also unsere Eingangsgröße war UC und UH und das hier war X1, das war das Niveau, also das war H und hier war es X2 und das war entsprechend der Temperatur. Das heißt also, in dem Fall sollen Sie UC und X1 mit einem Regelkreis verbinden und UH und X2. Im zweiten Fall müssen Sie UH und X1 mit einem Regelkreis verbinden. Und das UH, das heißt also als Schlussfolgerung, im ersten Fall war QC dominant, im zweiten Fall QH. Als Gesamtschlussfolgerung ist, dass Sie für die Niveaugröße, das heißt H, X1, H, den größeren Flüssigkeitsstrom benutzen sollen. Das heißt, für UH sollen Sie benutzen, wenn Sie hauptsächlich warmes Wasser haben, benutzen Sie das für das Niveau. Wenn Sie hauptsächlich kaltes Wasser haben, benutzen Sie UC für das Niveau. Dann sind die Loops, diese Regelschlaufen, mehr oder weniger unabhängig in diesen Extremfällen und wenn Sie das so paaren. Das ist die Idee dieser Analyse. Gibt es dazu Fragen? Ja. 0,5? Nein, wenn es nicht symmetrisch ist, die Übertragungsmatrix. Dieses M ist immer symmetrisch, weil wir haben gesagt, dieses M, wie wir es konstruiert haben, weil es addiert sich auf 1 und in dem Fall muss es symmetrisch sein. Das heißt, diese Elemente und dieses Element müssen immer gleich sein. Das ist nicht verwendbar für das. Ist nicht verwendbar. Ich bin mir auch nicht, es sind alle möglichen Erweiterungen, die in der Literatur sind für das, aber nie das, also zwar nicht symmetrisch, sondern nicht quadratisch, ne? Von Form, sondern rechteckig praktisch mit mehr Eingängen, mehr Einzelne, ist nicht anwendbar. Das heißt, Sie müssen vorher entscheiden, was Sie paaren. Okay? Und eine zusätzliche Bemerkung noch, auch die Erklärung, eine einfache Erklärung, warum das nicht anwendbar ist, ist von der Definition her. Wenn Sie, sagen wir in dem Fall, zwei Fehler korrigieren wollen, sagen wir Temperatur und Niveau, ne? Sie haben zwei Fehler, die Sie messen, dann brauchen Sie einfach von einem Gleichungssystem her zwei und genau zwei Freiheitsgrade. Der dritte ist für nichts. Sie brauchen für dieses Gleichungssystem, im Grunde genommen ist es eine stationäre Gleichung, die das beschreibt, Sie haben zwei Fehler, Sie brauchen zwei Freiheitsgrade. Wenn Sie jetzt nur einen Freiheitsgrad hätten, nur ein Stellglied, keine Chance. Sie können nicht nur mit einem UC, also nur mit dem kalten Wasser, können Sie nicht gleichzeitig Temperatur und Niveau regeln. Wenn Sie jetzt irgendeinen zusätzlichen Zufluss hätten, ist es im Grunde genommen unnotwendig, um die zwei Größen zu regeln. Also diese Annahme, dass Sie einzelne Regelkreise haben, bedingt, dass die Analyse für ein quadratisches System ist. Viele praktische Systeme sind nicht quadratisch. Ne? Das heißt, Sie können zum Beispiel nicht alle Sollwerte erreichen. Sie müssen dann einen durchschnittlichen Fehler von beiden zulassen. Ne? Oder Sie haben mehrere Stellgrößen und das kann sein, dass je nach dem Betriebszustand die eine oder die andere verwendet wird. Aber im Grunde genommen, wenn Sie korrigieren wollen, brauchen Sie so viele Eingänge wie Ausgänge. Das ist der Normalfall, obwohl das andere sehr oft auftritt. Und das hier ist nur verwendbar für den Normalfall. Sonst noch Fragen? Gut, letzte. Was ist jetzt, wenn die alle 0,5 sind? Also nur als Beispiel. Dann, wie können wir diesen Entkopplungskompensator entwerfen, sodass dann das System mit dem Kompensator praktisch zwei Eingang-, zwei Ausgangs,
Größen hat, die unabhängig sind. Und das ist jetzt eine ganz einfache Analyse, wie man diesen Entkopplungskompensator, und der ist nicht eindeutig gegeben, aber das ist eine Möglichkeit, den zu entwerfen. Hier ist, Sie schauen sich zuerst einmal diese Kopplung hier an. Jetzt, was heißt diese Kopplung? Diese Kopplung heißt, dass dieses U1 sich über dieses Element G2,1 hier auswirkt. Ne? Jetzt die Stellgröße, was wir machen wollen, wir wollen jetzt von diesem neuen U1, dieser neu definierten Größe, die wollen wir, dass diese U1-Größe sich ausschließlich auf Y1 auswirkt. Ja, was müssen wir da machen? Wir müssen, wenn diese U1-Größe sich variiert, wenn die U1-Größe variiert, wir müssen schauen, dass dieser Pfad hier kompensiert wird. Das heißt, wir müssen praktisch sagen, diese U1-Größe geht einerseits hier, und dann haben wir noch den roten Pfad, jetzt der rote hat eine andere Bedeutung natürlich jetzt, diesen roten Pfad, das geht auch hier. Und ich will, dass diese blaue und rote Pfad sich gegeneinander aufheben, weil dann hat diese neue Größe U1' keinen Einfluss auf Y2. Und es ist trivial, wie wir das wählen sollen. Sie sehen da hier ist die Wahl. Ja, was? Warum diese Wahl? Ja gut, wenn das hier durchgeht, G2,1 durch G2,2, hier wird G2 multipliziert, mit minus G2,1 plus G2,1 kompensieren gegeneinander. Das heißt, mit dieser Kompensation sollte sich der Einfluss von U1' meiner neuen Stellgröße auf XY2 aufheben. Und genauso in der anderen Richtung. Und ich kann jetzt als Erweiterung hier, kann ich jetzt, das hier ist also mein Entkopplungskompensator, der hat diese Elemente, wie ich sie gezeigt habe. Hier kann ich mir noch zur Erinnerung hinschreiben, dass hier ist ein 1, hier ist ein 1. Und ich kann mir jetzt die Matrix hinschreiben, die mir beschreibt diesen Kopplungskompensator, und das ist jetzt diese Matrix H hier. Und die Matrix H beschreibt natürlich als Eingänge, hier ist U1' und U2', und als Ausgänge, also das wäre, und konsistent zu schreiben wie vorher, habe ich es immer geschrieben, hier oben. Das wäre also hier die Einfluss U1' und U2' hier. Und die Ausgänge, auf die es wirkt, ist U1 und U2. Okay. Und dass diese Matrix, die wir einfach abgeleitet haben, jetzt durch Inspektion dieses Blockdiagramms hier oben. Und als nächstes können wir dann einfach testen, was ist jetzt G mal H? Das wäre jetzt G mal H, die Kombination von Strecke und Entkoppler. Und das machen wir im nächsten Diagramm. G mal H, ne? G mal H wäre einfach die Kombination jetzt dieses Systems. Das heißt, ich schaue mir jetzt nur an diese Eingänge, diese neuen Eingänge und diese alten Ausgänge. Im nächsten Seite. Jetzt U' ist der Eingang, G mal H und Y der Ausgang. Und H habe ich von der letzten Seite. Und hier einfach G mal H multipliziert, gibt Ihnen diese Matrix. Und das Besondere ist hier 0. Das ist genau, was wir haben wollen. Wir wollen natürlich, die neue Stellgröße betrifft nur einen Ausgang und die andere Stellgröße betrifft nur den anderen Ausgang. Das heißt, die Diagonale außerhalb, die Elemente außerhalb der Diagonale sind 0. Das heißt, das System ist entkoppelt. Und jetzt für dieses neue System, wie wir es hier gehabt haben, für dieses neue System, also zwischen hier und hier, das ist ja eigentlich das entkoppelte System, das heißt, es gibt nur diese Wechselwirkungen, kann ich jetzt Einzelregler auslegen.
Okay. Was ist der Haken an der Sache? Der Haken an der Sache, das beruht auf der Annahme, dass ich diese G1-2, alle diese Elemente genau kenne. Das heißt, ich habe ein Modell des Systems, wie es sich verhält. Ich habe alle diese Übertragungsfunktionen und ich kann jetzt dieses Modell benutzen, um meinen Entkoppler auszulegen. Wenn das Modell schlecht ist, ist mein Entkoppler schlecht. Das heißt, und in bestimmten Fällen gibt es da große Sensitivität gegenüber Modellungenauigkeiten und es ist genauso, wie ich früher erwähnt habe, Lösung von Gleichungen. Hier wollen Sie praktisch Gleichungen lösen und dann immer, wenn Gleichungen numerisch schlecht zu lösen ist, erinnern Sie sich vielleicht, haben Sie wohl gehabt, wenn das System schlecht konditioniert ist, dann genauso wie hier geht auch dieser Entkoppler schlecht, weil er sehr empfindlich ist gegenüber Ungenauigkeiten im Modell. Aber das ist die Idee und für viele Systeme ist das eine brauchbare Methode, um die Regel auszulegen. Zwei Schritte, erstens entkoppeln, zweitens Einschlafenregler. Danke und dann bis nächste Woche.